Ist halt das Marvel Manhattan, ne? Also das Ding ist. Ich muss schnell und leise sein. Ist da drin. Was war das? Gute Nacht, Trottel. Ist da jemand? Sie sind so süß, wenn sie schlafen. Hätte besser sein können. Echt? So schlecht? Ich dachte, sie war eigentlich recht fix. Doch nicht. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Schön. Jetzt da drüben. Mach ein Schläfchen. Hier liegt einer. Hey. Was war das? Es ist Spider-Man! Tötet die Geisel! Eigentlich sollte man die recht schnell ausschalten können. Aber das Einnetzen dauert zu lange, deswegen machen wir direkt Takedowns. Ich muss schnell und leise sein. Zack, hin. Und das war's. Was war das? Hey. Das ist so viel besser als das. Gute Nacht, Trottel. Sie sind so süß, wenn sie schlafen. Hey. Fast großartig. Das drucke ich mir auf eine Visitenkarte. Okay, mit 2 bin ich zufrieden. 6 wird ultra schwierig. War jetzt schon echt fix. Okay, genau, dann hätte ich gerne natürlich den Geist-Spider. Da wird mich auch mal die Geschichte dahinter interessieren. Nehmen wir den goldenen. Ach, wir nehmen den schwarz-gelben. Ja, es ist okay gelaufen. Hätte besser laufen können. So.
brauchen. Ich tu mal schnell reisen und dann holen wir uns die Basis. Der Spider-Man. Sehr gut. So, dann holen wir uns diese Basis. Yuri, eine Gruppe Ausbrecher hat offenbar eine ziemliche Menge Feuerwaffen in die Finger gekriegt. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein massiver Schusswechsel in einer Wohnstraße. Kannst du dich darum vorsichtig kümmern? Vorsichtig ist vielleicht etwas viel verlangt, aber ohne massiven Schusswechsel wird gehen. Könnten nachher allerdings ein paar Netze rumhängen. Ist okay. Viel Glück. Ach ja, das wäre mal die Story. Die Tatortreiniger, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, hab ich dich erschreckt? Der Dude, der da letztendlich die ganzen Netze vom Spider-Man weg machen muss. Sei leise wie ein Mäuschen. Was zur Hölle? Ich hätte vorher anrufen sollen. Da ist Spider-Man! Was ist hier los? Wer ist da? Er ist hier! Spider-Man! Gearbeitet. Das wirst du mir büßen. Die gerade aus dem Raft raus sind, wollen die aber dringend wieder zurück. Aber wirklich. Da gehe ich nicht wieder rein. Okay, machen wir schnell mal die perfekten Ausweicher. Ich glaube, die generieren auch Fokus. Nicht deine Liga! Verstärkung! Hört zu, Leute! Das wird eurem Bewährungshelfer nicht gefallen! Spider-Man, hier wurden Schüsse gemeldet. Das kann ich bestätigen. Sie treffen allerdings niemanden. Sieh zu, dass es so bleibt. Da ich der Einzige bin, auf den sie zielen, bin ich damit völlig d'accord. Hey, Spidey! Na, was sagst du jetzt? Das wird schmerzhaft! Scheiße, ich muss meinen Fokus verschwinden. Das Spinne! Ja, holt ihn da runter! Ah, Gott, Mann!
Meine 15 Finisher. Dann holen wir uns einfach nur das perfekte Ausweichen und gut ist. Das wird schmerzhaft! Ist es traurig, dass ein paar Kriminelle mehr treue Kumpels haben als ich? Ja. Es wäre toll, wenn sich einmal jemand auf meine Seite in den Kampf stürzt. Verdammt, neutral wäre auch schon okay. Massenkampf ist echt nicht einfach. Wir sollten da 15 Finishing Moves machen, meine Güte. Natürlich könnte man da in der ersten Folge, was hätten wir da uns was ausrüsten können. Verzieh dich! Loki und Lothar, vielen Dank euch zwei für euren Support. Freuen wir natürlich, dass es euch gefällt und zeigt ihr weiter Schritte dabei. Dankeschön. Sind eingesponnen und abholbereit. Danke. Wir hätten sie nie ohne Kollateralschaden gekriegt. Ich hoffe, die Leute danken es dir. So, und Dryos, auch an dich vielen Dank. Sorry, dass ich dich übersehen habe. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für uns Support. Schön, dass ihr da seid. Schönen guten Tag, meine Freunde. Wie viel ist es eigentlich? Irgendwie so 3, 1, 2, so. Der halbe Tag ist ja noch vor uns. Das ist ja völlig crazy, wenn man so früh aufsteht. Das ist ja so crazy. So. Die Steuerung wirkt nicht flüssig. Was? Weil ich versucht habe, die Ding zu machen. Also, es ist wie Batman.
Und ich kann richtig schöne Sachen machen. Man muss halt die Kombos machen, ne? Man muss halt die Kombos treffen. Ansonsten wirkt das natürlich nicht flüssig. Ich kann mit einer ganzen Kette einfach einen Gegner niederprügeln. Aber mit Schilden oder einer Diggi, nee. Oder jemand mit Schlagstock, die blocken meine Angriffe. Dadurch werden meine Kombos natürlich auch abgebrochen. Aber das Spiel ist sehr flüssig. Aber weiß nicht genau, was du meinst. So, wir brauchen noch zwei Punkte in Sachen. Was ist das denn? Bombenherausforderung. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie ich da auf eine Höchstpunktzahl kommen soll. Schlägereien-Herausforderungen. Da gibt es jede Menge. Es gibt noch so viele Forschungsstationen. Ich habe 33 Forschungspunkte. Wofür brauche ich die ganzen Punkte? Ja, also natürlich, ne, wir haben jetzt eine Aufgabe, da machen wir sofort weiter, sobald ich jetzt hier. Alle Einheiten, eine Versorgungsstation wird von Raft-Entflohenen geplündert. Gemeldeter Ort ist bei Midtown North. Over. Die Häftlinge haben Geiseln genommen. Muss vorsichtig sein. Holt ihn euch! Hört die Spinne! Lauf, wenn du schlau bist! Das war's schon, meine Güte. Wenn die Ausbrecher schlauer wären, würde ich mir Sorgen machen. Na gut, ich mach mir Sorgen. Ultimativ 60.000 Punkte. Schauen wir mal, wenn die sich wieder so anstellen wie beim letzten Mal. Ich sollte den Kerl lieber retten. Na, die wollte ich gar nicht. Ich bin so neurotisch. Selbst für einen Verbrecher will ich perfekt sein.
Sehr schön. So, und jetzt können wir uns den Anzug leisten. Puh. What the fuck? Was ist das? Ist das überhaupt noch Spider-Man? Das ist Ghost Rider, meine Freunde. Ghost Rider und Spider-Man. Ghost Spider. Nein. Spider Rider. Kennt ihr mal die Comic-Grundlage dahinter? Ich kann mir sagen, wie Spider-Man das geschafft hat. Ist das ein Paralleluniversum oder was? Brauchen mehr Officer bei Carnegie Hall. Bitte bestätigen. Hi, Rickel. Die Grafik ist aber echt fresh. Der Wasserspeicher. Aber kann das nur bestätigen. Skorpion? Das sehe ich mir genauer an. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir. Hinter dir! Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt und er will dich foltern. Das respektiere ich. Mist, was hat er mir da gespritzt? Cool. Wow, was zum... Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein. Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein, aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Cool. Ah, ich mag so surreale Shit, ne? Normal ist doch langweilig. Ich stehe auf das ganze surreale Zeug, ey. Mm. Deswegen ist auch der Anzug so geil. Wenn man das überhaupt noch Anzug nennen kann. Aber ja, das sieht nicht nur fresh aus, das spielt sich echt auch verdammt geil. Okay. Hier bin ich erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren. Und ein Gegengift mischen. Skorpion hat es verbessert. Das kommt hier hin. Nein. Nein. Dann brauchen wir das hier. Und dann brauchen wir das hier. Das Problem ist das hier. Okay, Moment. Diese Rätselchen, sie machen mich fertig. Tja, das kann schon mal nicht sein. Wir bräuchten... Genau, wir brauchen das hier und dann das da hier. So, dann... Das hier... Nee, das geht nicht. So. Und dann das hier. Und das hier. Hey, Stellis! Halluzinogenes Nervengift. Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Oh oh. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Eclipta alba Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Oh. Das Wasser steigt ja noch.
wollte ein Foto schießen. Komisch, dass ich das jetzt nicht kann. Wie kommt das nur? Ich wollte doch gemütlich noch ein Foto schießen. Hör auf, das Wasser steigt ja immer noch. Da ist das Gewächshaus. Im Gewächshaus sollte ich Eclipta Alba finden. Da. Aha. Wo ist sie hin? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Kann beides sein. Doc? Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Doc? Sie klingt... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz meins. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie... irgendwie... Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen nicht mehr oft. Da ist der Eclipta Alba. Das muss ein kurzer... Die Pflanze hilft kurz, aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Oh, what the fuck? Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Und das Wasser steckt immer noch. Skorpion? Woher hast du diese Nummer? Frag nicht, wie rufe ich dich? Frag lieber, rufe ich dich? Ist es nur ein Schrei deines sterbenden Hirns? Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte von kleinen Insekten. Viel Spaß mit dem rosa Elefanten. Das Atropin ist da. Cool. Das Atropin ist weg. Okay. Schon wieder. Aber Spider-Man, du siehst irgendwie nicht gesund aus. Wie kommt das nur? Du kommst zu spät. Wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc! Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Tut mir leid. Ich werde Ihnen helfen. Versprochen. Mach dir nichts vor. Laufen Sie nicht weg! Ich versuch's! Ich will nichts von dir! Du bist ein Versager! Leben, Liebe, Karriere! Du bringst nur Schmerz! Hören Sie auf! Ich gebe Sie nicht auf! Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Was? Warum hast du dich losgelassen, Jung? Oh, goddammit! Warum? Warum? Hä? Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Damit sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein! Ich will strahlen wie meine Genialität! Ich hab sie gesehen. Mit den Notizen. Sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und sie habe ich Freund genannt.
Was? Ich bin Ihr Freund, Otto, bitte. Ich habe Sie immer unterstützt und mach das auch weiter. Da ist es, das Atopie. Ja, von Ike vorher. Und du hast es einfach ignoriert. Gegengift mischen. Er geht wohl wieder zurück ins Labor. Na, mach das. Und fast geheilt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, Spinne, keine Sorge. Es kommt noch mehr Überraschungen. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. War ja klar. Das sind zu viele Partikel für den Stream, meine Freunde. Aber wenn es ein bisschen ruckelt, ne? Sorry. Liegt nicht am Spiel. Das Gegengift mischen. Endlich. Das echte. Run, Spidey, run! Ich denke nicht. Du bist jetzt in meinem Reich. Du bist wie Osborn. Du willst mein Genie stehlen. Alles, was jetzt passiert. Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du echt? Halt still, dann weißt du's. Das ist meine Chance. Noch eine Halluzination. Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Ja, Anzugkräfte. Ich weiß. Nicht einfach. Doch, wird. Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch. Einer weniger. Robbie. Du bist ein Loser. Und du wirst immer ein Loser. Ich darf nicht auf ihn hören. Sehr schön. Nur noch ein paar. Noch einer weniger. Ohne dich wäre diese Welt besser dran. Und das weißt du. Ich muss ihn erledigen und mich konzentrieren. Noch einer! Toller Held! Alle um dich herum leiden. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Da, das Gerät, das ich brauche. Bauen wir das zusammen. Endlich. Ich spüre. Das sollte reichen. Wo ist mein Anzug? Das war wohl etwas zu viel Dekontaminierung. Ich zieh mir lieber was an. Viel besser. Ich leg dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist. Cool. So viele schöne Erinnerungen. Jetzt sind Chief Doc ist der klügste Mensch, den ich kenne. Und jetzt vielleicht der gefährlichste. Ja, da gibt's einiges zum Skalieren. Ja, er skaliert ja gar nicht. Das ist ja das Komische. Er müsste es einfach nur dekodieren und rausschicken. Das ist ja das Seltsame, was ich nicht weiß, warum der da manchmal diese Props hat. Können wir uns die nicht auch anbauen? Dann wäre wirklich Spider-Man. Octa-Spider-Man. Das wäre mal was. Ich
Ich meine, klar, wir haben unsere Spinnendinger. Parker. Sie hören zu, ja? Sie beobachten. Merken sich alles. Stehlen. Wem haben Sie von der neuralen Schnittstelle erzählt? Von meiner Arbeit? Naja, es endet hier, Parker. Ich habe Ihnen vertraut. Aber statt mein Genie zu erkennen, taten Sie was? Sie wollten alles vernichten. Haben mir Mängel unterstellt. Es gibt keine Mängel. Es ist wunderbar. Eine perfekte Erweiterung des Gehirns in die Welt. Gedanken, die durch diese arme Form annehmen. Und ich habe nur noch einen Gedanken. Normans Ruf zu vernichten. Und zwar bald. Sehr schön. So sieht's aus, wenn man Spider-Man und Ghost Rider kreuzt. Stimmt. Ist jetzt Spider-Man mit dem Anzug eine helle Leuchte? Parker meint, die Schnittstelle sei gefährlich, aber der Junge ist Anfänger. Hat noch nie was erschaffen. Denkt, wir könnten abseits bleiben, weit weg von der Gefahr. Männer sind gestorben, um diese Nation zu gründen, damit wir auf den Mond gelangen. Jeder große Vorstoß erfordert Blut. Und der nächste Vorstoß, um uns aus Normans Fängen zu befreien, könnte der blutigste von allen werden. Das lasse ich nicht zu, Doc. Naja, tatsächlich hilflos jetzt hat unser Ding. Die neurale Schnittstelle facht Docs Wut an. Vielleicht gibt es für ihn kein Zurück mehr. Er hat das direkt vor meiner Nase geplant. War es nur eine Frage, zu lange weg, bis die Schnittstelle ihn den letzten Schritt tun ließ? Wie lange hat er das Gerät unbemerkt benutzt? Du warst zu lange weg. Da bist du da, ne? Also, er hätte den Zustand bemerken können. Wir können noch einige Mini-Rätsel machen. Wir machen das jetzt sofort. Okay. Ja, alles spitzt sich zu. Wir sind erstmal beschäftigt. Und machen ein paar Mini-Rätsel. Ich meine, sind wir ehrlich, das ist das Wichtigste, was man in Spider-Man tun muss. Ne? Klar, Welt retten und so. Es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Aber das Wichtige, was wir machen müssen, ist jetzt diese Minigames. Ne? Und wer denkt jetzt, hat, komm, hör auf, so einen Scheiß zu labern. Ihr habt keine Ahnung von dieser Welt. Habt ihr schon mit jemandem was gebaut? Jemals? Nein, ihr seid blutige Anfänger. Vielen Dank, Greg, für die 400 Bits. Wo habt ihr nur alle die Bits her? Was ist da heute los? So viel Bits? Ich mag Bits. Ach, die hat man geschenkt bekommen, die 400 Bits. Okay. Wusste ich gar nicht. Wer verschenkt denn Bits? Achso, Amazon Prime. Jetzt hat. Okay. Die habe ich von Amazon. Dafür habe ich eine Folge auf Prime schauen müssen. Danke, Rake, dass du dieses Opfer erbracht hast. Vielen Dank. Ich sehe, ich habe die ganze Staffel angeschaut. Oha, what the fuck? Okay. Ich
Ich habe gestern mit der dritten Staffel von Lucifer angefangen. Was war's? Vorgestern, glaube ich. Vorgestern. Gestern haben wir uns Ready Player One angeschaut und ein bisschen StarCraft natürlich. Ist doch klar. Und 10 Minuten bevor die Aktion auslief, habe ich gemerkt, dass ich es verplant habe, die Folge anzuschauen. Fix zum Ende gespurt und laufen lassen. Hat geklappt. Du Schlawiner. Hat die neurale Schnittstelle vorangetrieben. Du Schlawiner. Also hier muss die zweite hin, ne? Wir brauchen 4 Ströme. Wie kriege ich das denn hin? Ich habe doch nur 2 T-Kreuzungen. Wie soll ich denn das hinkriegen? Oder geht es gar nicht darum, sondern geht es nur darum, die Zielspannung zu erreichen. Wahrscheinlich muss ich gar nicht alle Knoten befeuern. Das ist die einzige Lösung, die ich jetzt hätte, dass man quasi nicht alles befeuern muss. Musst du in der Liste bleiben? Ist das dein Ernst? Musst du das? Vielen Dank. So, so geht's einfacher. So, das ist die Lösung. 2 dahin, 2 dahin. Tschüss. Cool. Die schlimmste Art von Wissenschaft. Gefährlich und ungeprüft. Doc hätte das nie einschätzen. Er hat den räumlichen Sensor als Zielsystem eingerichtet. Müsste es so machen. Das war einfach. Locke hat die Arme zu Waffen gemacht und ich hab's nicht mal bemerkt. Deswegen konnten wir auf das Sturmkreisprojekt nicht zugreifen, weil er quasi das Zeug entwickelt hatte. Und okay, damit hätten wir alle Projekte hier abgeschlossen. Es war... Okay. So, dann können wir jetzt gehen. Ja, vielen Dank, meine Freunde. Vielen Dank.
Ich bin nicht fit. Ich muss das Gift aus dem Körper kriegen, bevor ich mir die anderen Schurken vornehme. Zeit für eine kleine Runde. Okay. Der schwarz-goldene ist auch geil. Der ist ein bisschen seltsam. Der Geist-Spire. Der ist ein bisschen seltsam, um das gelinde auszudrücken. Deswegen... Es gibt verdammt viele geile Anzüge, meine Freunde. Ja, wir werden das spirituelle Feuer erstmal belassen. Finde ich eigentlich ganz geil. 10-13. Officer von Scharfschützen angegriffen. Im West Village wurde ein Vorfall gemeldet. Nee, Beste! Wie meinst du, Beste? MJ, hey, darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh wow, Pete, du denkst an Otto? So offensichtlich, ne? Ja, aber auch verständlich. Der edle, großzügige Teil von mir will nie sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand vom Weg abkommt. Aber in Ottos Fall... Ich weiß noch nicht, Pete. Du wirst wohl entscheiden müssen, ob der Otto Octavius, den du kanntest, noch da ist oder nicht. Oder ob er jemals da war. Ja. Ja. Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Jederzeit an, Pete. Ich bin für dich da. Damn, I love you! True love! Okay, wir brauchen für den neuen Spider-Man-Anzug ein paar Marken. Wir würden natürlich jetzt so ein paar Nebenquests machen, aber ich würde sagen, wir sammeln wirklich jetzt noch ein paar Marken. Boah, es wird langsam echt eng, was Nebenquests angeht. Mach. Jedenfalls jetzt hier im südlichen Teil. Ich habe verdammt viel gemacht. Jawohl, Chef. Wie meinst du? Hier Zentrale. Wie steht es auf dem Union Square? Hier Beobachtungsposten. Nichts Kartons? Zu sehen. Ach so, jetzt. Ich kann den Posten nicht aktiv lassen. Ich versuche ihn heimlich. Okay. Wie in einer Wohnung. Ich muss mir Scorpion schnappen, aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ein kleiner Halt bei Feast sollte drin sein. Ich hab natürlich den. Ich hab zu spät gesehen, was das Ziel ist. Ich brauche Rückendeckung.
wäre schön, wenn Sable ihre Agents zurückpfeifen würde. Das wird sie nicht tun. Sie ist ziemlich grumpy auf dich. Ich muss den Konvoi stoppen. Hey, Papiere bitte! So. Was machen wir? Was machen wir? Grumpy, was? Es ruckelt. Der Computer gerät an seine Grenzen. Dann machen wir mal das Video aus. So, dann pop ich mal hier den Shit aus. Pop out. Das wird schwierig. So, dann machen wir das so. Wenn jemand FIFA Follow, dann merke ich das ja hoffentlich. Also, beenden. Beenden. Quit Discord. So. Okay, damit habe ich hoffentlich jetzt wertvolle Ressourcen von meinem PC rausgeholt. Schauen wir mal. Sollte eigentlich passen jetzt. Ich kann mal noch irgendwas machen. So, dann machen wir noch. Nee, die haben so wenig. Okay, gut. So, und damit sollten wir dann genügend Speicher haben. Folge zurück in den Knast! Halte die! Halt was? Still! Ich erwische dich da oben oder hier unten! Mir egal! Und Spider-Man, ich treffe immer! Das war wie ein dystopischer Science-Fiction-Film. Die Stadt ist... So. Okay. Das sollte das Ganze verbessert haben. Hier ist Säbelzentrale. Wie ist die Lage an unserer Position in Dutchtown? Kontrollpunkt verstanden. Nehmen alle Verdächtigen fest. Die Sable Agents gehen zu weit. Sorry, hab meinen Ausweis vergessen. Aber ein Tritt in den Hintern beweist, wer ich bin. In der Luft ist eine gefährliche.
Sable International bekommt definitiv keine gute Online-Bewertung. Was? Die machen doch 1A Job. 10 von 10 würde ich sofort wieder anwerben. Um meine Probleme zu lösen. Okay. Hey, Anti-Man, nein. Hier drüben hin. Anti-Baum. Bis Miles zurückkommt, können wir nur weiter Essen verteilen. Oh, Peter, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut? Mir geht's gut. Was ist mit dir, May? Gut. Viel zu tun. Oh, lass mich gehen. Vorsicht. Ich bin okay. Hattest du mir nicht mal gesagt, ich müsse akzeptieren, dass ich auch nur ein Mensch bin? Du und Ben verwendet meine Worte meisterhaft gegen mich. Mir geht's gut, Peter. Nur ein bisschen müde. Wo ist Miles? Kann er nicht helfen? Oh, er hilft. Er holt gerade Medikamente aus dem Hilfszentrum ab. Es ist erstaunlich, wie viel Antibiotika wir verbrauchen. Okay, du ruhst dich ein bisschen aus. Ich organisiere das Abladen und rufe Miles an. Abgemacht? Okay. Gib mir eine Chance, meinen Parker-Stolz zu heilen. Komm schon, Miles. Geh ran. Ich will mich nicht um dich und May sorgen. Tja. Geschafft. Sieht aus, als wäre hier ein explodierender Bulldozer durch. Ich muss weiter. Fiest braucht die Antibiotika. Krass, sein Kopf, als der Große ihm eine verpasst hat. Wie ein Käfer an der Windschutzscheibe. Platsch. Und das nur wegen einem dummen Witz über den Anzug von dem Typen. Schon echt krass. Der ist echt drauf, Mann. Aber voll. Wer ist da? Ich muss ihn ablenken. Hacking-App sollte klappen. Wer ist da? Beeilung. Ja, hast du immer voll krass, wie lange du schon dabei bist. Da sind Medikamente in diesem Zelt. Das wäre ja perfekt. Hast du gesehen, wie der hier durch ist? Der ist wie ein Tier. Fass die Glasscherben rein. Dass sie zu uns gehören. Ihr beiden, kommt rüber! Jod, keine Antibiotika. Ich muss weitersuchen. Schon gut, schon gut, schon gut. Naja. Wenn man jeden Tag da ist, sobald man kann, kommt schon ein paar Stündchen zusammen. Das muss nicht weitergehen. Gib uns einfach Route und Zeitplan eurer Versorgungsfahrt. Da drüben sind mehr Vorräte. Ich muss an denen vorbei. Ich sehe ungern zu, wie Benson sich ver... Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass er zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. Alter. Großen Drama. Solange wir alles behalten dürfen, was wir finden, ist mir das egal. Aber hallo, das Zeug ist auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Komm schon, suchen wir hier weiter rum. Noch ein Vorratszelt. Trauma-Kids. Keine Antibiotika. Was sind die denn los? Achtung, Scharfschütze. Wer ist da? Bester Scharfschütze der ganzen Welt, meine Freunde. Er macht seinen Job richtig. Vorräte. Ich wollte schon immer eine. Komm schon, sei richtig. Amoxicillin. Perfekt. Oh, ein echt großer Mann.
ist der explodierende Bulldozer. Route nun Zeitpläne. Sofort! Ja, Skazau! Gentlemen, Entschuldigung. Mein Partner ist unelegant. Die hohe Kunst der Überredung ist ihm fremd. Das wollte ich nicht sehen. Nimm doch deinen Koffer und weg. Nicht eine. Du brauchst den ganzen Koffer, Junge. Nein, das reicht doch nicht. Was war das? Schau nach. Los. Hat mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Wer ist da? Komm, zeig dir. Hab keine Zeit für sowas. Der Tunnel. Hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß mit dir. Komm raus. Ganz cool. Bitte sieh mich nicht. Bitte nicht. Wo bist du? Sicher vor Rhino. Ja. Mein Ausgang. Bitte was? Bitte wie? Bitte was? Ich finde dich. Komm raus! Ich wäre da schon lange weg gewesen. Nicht gesehen. Vielleicht wäre ich da oben sicher. Wenn ich dich finde, setzt es was! Ja! Mein Ausgang. Er könnte mir die Öffnung freimachen. Ihr macht mich fertig. Los, los, los! Ich brühe halt auch noch rum. Ist wie Fangen spielen! Ich hasse Fangen spielen! Oh oh. Nee, du musst wissen, dass ich dir... Da
weg von mir! Gib uns deine Brieftasche! Hilfe! Hey, lassen Sie ihn! Oh, zwei Schwerverbrecher, bist du wahnsinnig! Verleg das Zeug aus der Hand. Ist das dein Ernst? Wie denn? So etwa? Der hat echt Mumm. Hüfte ausrichten. Okay. Was sagt er denn da? Gleich sagt er nichts mehr. Guter rechter Haken. Oh. Na, einmal probieren? Alles gut, Kleiner. Mal probieren? Da muss dringend was Cooleres her. Miles, hab versucht, dich zu erreichen. Alles okay? Hey, also, flipp nicht aus, aber ich muss dir dringend was erzählen. Okay. Ja. Ich pack's dann. Bis. Boah, in 10 Stunden dann. Okay, 11, hast recht. Sehr gute Arbeit, Miles. In 14. Bleib nah beim Fies. Alles klar. Wenn die Sträflinge verzweifelt sind, greifen sie vielleicht das Asyl an. Ja, genau mein Gedanke. Wenn hier noch was passiert, melde ich mich. Super. Danke, Miles. Der hat bestimmt die Hosen komplett voll. Wer? Yuri, ich weiß jetzt, dass Rhino Oscorps Hilfszentren angreift. Ich glaube, ich weiß, welches das nächste ist. Es wurden ein Erdbeben und oder Verwüstungen im Harlem Center gemeldet. Klingt nach unserem Mann. Ich mache mich auf den Weg. Wie kommst du zurecht? Müde, aber ich halte durch. Wir stehen das durch. Nicht aufgeben. Natürlich. Ist nicht das erste. Na, ist das erste Mal, dass er sich da offen mit jemandem angelegt hat. Neuer Anzug. Was ist denn? Ernsthaft? Ernsthaft? Es gibt einen Vintage-Comic-Buchanzug. Wo sind die Herausforderungsmarken? Ich brauche dringend welche! Panikmacher. Ich brauche dringend welche! Ich muss sie ausschalten. Das haben wir geübt!
benutzt Roboter! Was? Wer ist das nicht? Sehr schön. Kein Ghost Spider mehr. Ja, nee. Das erste Erkennen Anzug. Das ist ein bisschen strange, damit zu spielen. Wir haben jetzt einen Anzug, den wir uns auf jeden holen werden. Beleidige den Stolz deiner Gegner. Damit betäubt man jemand. Aber nicht so sinnig. Das sieht ja cool aus. Das sieht irgendwie surreal aus. Damit spielen wir. Das ist einfach cool. Das ist einfach irgendwie. Es sieht komisch aus, aber es ist irgendwie auch cool. Ich weiß nicht. Achtung, Einheiten. Wisst ihr, woran man merkt, dass das Schwingt und so richtig geil ist? Wenn man auf Schnellreise verzichtet. Ey, wie ungern ich Schnellreise benutze. Das Schwingen macht einfach richtig viel Laune. Vor allen Dingen, man kann das Tempo richtig schön erhöhen und alles. Spider-Woman. Anzug. Aber man würde sich Zeit sparen. Komisch, irgendwie ist heute Lichterwarnung oder so, ne? Habe ich irgendwas verpasst? Gab's den Tag der freien Lichter oder so, ne? Wo man so Rotpunktvisiere und Blaupunktvisiere und so ein Shit bekommen hat. Ich habe da nichts mitbekommen. Und plötzlich bin ich lauter dieser komischen Dinger. Strange. Strange. Such dir jemanden in deiner Größe, Rhino! Gibt keinen in meiner Größe, Pauk! Oder lass uns doch einfach darüber reden. Was soll das mit dem Team, Rhino? Bist du nicht ein Einzelgänger? Nur Mittel zum Zweck, Pauk! Alles ist nur Mittel zum Zweck! Und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Freiheit. Wahre Freiheit. Kein Anzug. Kein Rhino. Jetzt fehlt noch ein Bam. Ne, ne, ne. Das ist kein Comic Spider-Man.
Ich mag den Anzug. So individuell. Sei dankbar, Pauk. Ohne Anzug mache ich dir weniger Ärger. Ach so, hier ist er kurz. Aber unsere anregenden Plaudereien im Kampf! Du bist lustig, Malik. Tut mir fast leid, dein Gesicht hineinzuschlagen. Aber... Okay, Rhino. Beenden wir das... Das passiert, wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt. Bringen wir es zu Ende. So gern ich dich mag, Skorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Ja, Gagan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. So kann ich nicht schießen. Alexei, beweg dich. Okay, das Duo wird nicht einfach. Das Duo zu besiegen wird nicht einfach. Tanky Boy rast die ganze Zeit rum, wenn es eine andere schießt. Das wird nicht einfach. So gern ich dich mag, Skorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Ja, Gagan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm Sechs. Gargan, bitte, du machst dich lächerlich. Auf, du Dummkopf! Bitte, Hals, Maul! Die zwei! Boom! Angriff, du Trottel! Angriff! Komm runter und hilf, Durak! Jungs, bitte! Von mir ist genug für alle da! Rhino kommt aus seinem Anzug raus! Was hat Octavius dir versprochen, Scorpion? Geld! Gargan hat keine Prinzipien! Er kämpft für Geld! Unsinn! Ich würde Spider-Man auch gratis töten! Das Geld ist ein Bonus! Wieso sehe ich nichts? Scheitern, Gargan, siehst du, wie schmerzhaft der Anzug ist. Versuchsrote Gefahr. Vielleicht ziehe ich dich auch selber aus dem Anzug. Stück für Stück. Langsam glaube ich, ihr braucht mich gar nicht. Bekommt ihr beiden das alleine hin? Alter, leck mich fett! Haltet eure scheiß Schnauze! Nutzlos. Genau so, das ist meine Chance. Yes! Oh mein Gott! Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Oh ja, die machen jetzt gegenseitig fertig.
Ja, du! Du wir haben ihn vergessen! Geil! Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt! Alter, oh Gott, das war... Gut, Yuri, damit wären es vier. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer und Oscorp zieht sich mit dem Antiserum. Die haben das Monopol und wittern jetzt wohl das große Geschäft. Oh nein, nicht deren Ernst. Den Fall Teufelsatem übernimmt meine ganz eigene Spezialagentin. Ey, diese Oscorp-Schweine. Pete, hey, ich habe sämtliche Datenbanken des Landes durch. Wenn es dieses Teufelsatemlabor gibt, dann nicht offiziell. Man könnte wohl nur noch in Normans persönlichen Dateien nachsehen. Bin unterwegs. Computer in seinem Büro habe ich schon durch. Meinst du etwa sein Penthouse? Sable hat dort überall Leute. Wenn die mich sehen, könnten andere Bewohner ins Kreuzfeuer geraten. Ich weiß, ich versuche unbemerkt hineinzukommen. Ich schleiche mich rein, finde das Labor und gehe wieder. Wenn etwas schief geht, kann ich Verstärkung rufen. Okay. Riskant, aber wir brauchen die Position. Warte, bis ich in der Nähe bin. Dann geht's los. Bin dann bereit. Cool, wieder eine Koop-Action. Das ist echt ein naher Kampf gewesen, Mann. Warnen davor, dass die Sable Agents, die uns beschützen sollen, sich immer mehr wie Besatzungstruppen verhalten. Aber hören wir es uns selbst an. Darf ich bitten? Sie lassen mich nicht ins Gebäude. Angeblich eine Quarantäne. Ich so gut, lasst mich rein, ich bleib ja auch drin. Da richten ihre Knarren auf mich wie auf den Verbrecher. Wo soll ich denn hin? Lieber Anrufer, das beunruhigt mich zutiefst. Ich werde das weiterleiten, versprochen. Notlagen sind kein Grund, Menschenrechte zu missachten. Auch wenn ihre gewählten Vertreter nicht für sie kämpfen wollen. J. Jonah Jameson ist für sie da. Idiot, ey. Der macht einen fertig. Okay, MJ. Ich bin ein paar Blocks entfernt. Meld dich, wenn du Probleme kriegst. Alter, das läuft mitunter der... Von der Grafik her sieht das Ding einfach Wahnsinn aus, dieser Comic-Anzug. Danke, Pete. Wünsch mir Glück. Okay. Normans Penthouse ist im obersten Stockwerk, aber der Aufzug ist gesperrt. Vom Sicherheitsraum aus kann ich ihn entriegeln. Und Bürgermeister Osborn wirklich hier? Da ist der Sicherheitsraum. Aber die Wache sieht mich, wenn ich reingehe. Die Bewohner sind sauer. Vielleicht kann ich das nutzen, um von mir abzulenken. Gemmert! Vielen Dank für deine Zop! Freut mich, dass dir gefällt hier. Je länger wir hier stehen, desto eher holt uns diese Seuche. Halten Sie sich bloß vom Empfang fern. Der Kerl hustet wie verrückt. Was? Die müssen uns nach oben lassen. Vielen Dank für den Sub. Warum ist Osborn hier unten? Ihm passiert sowas nie. Der Bürgermeister und seine Freunde sind befreit. Einer der größten Spender durfte gleich wieder nach oben. Ich wusste es. Die gehören doch alle zusammen. Ist doch klar. Warum muss Osborn bei Sicherheitskontrollen nie sein Apartment verlassen? Das ist der Aufzug zu Normans Penthouse. Muss ihn nur entriegeln. Ich habe meinen Inhalator vergessen. Ich habe gehört, manchmal darf man da wieder nach oben. Bei medizinischen Notfällen zum Beispiel. Wirklich? Na los, reden wir mit der Security. Das sollte reichen. Ach Mist. Jerry, komm raus, es gibt hier Ärger. Oh Mann, ich ersticke. Lassen Sie mich doch nach oben. Der Sicherheitsraum ist offen. Ich muss nur noch ungesehen zur Tür kommen. Bleiben Sie bitte ruhig. Sable International ist mit der Kontrolle bald fertig. Das sagten Sie schon vor einer Stunde. Ja, es ist frustrierend. Aber denken Sie daran, das alles dient Ihrer Sicherheit. Alpha-Team in Alarmbereitschaft. Hallo. Ich bin die Sable Agents, denen du gefallen würdest.
Ich mag das Ding. Sie steht auf Spielzeug. Gut. Komm schon, dreh dich um. Bleibt wachsam. Ich glaube, wir haben Besuch. Brav. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Sie bezahlt sicher die Unfallversicherung. Die Aufzugssteuerung ist im Sicherheitsraum. Neben dem Agent. Wo ich immer poste, wenn wir streamen. Mary Jane Watson. Oh. Super Spionin. Entriegeln wir mal den Aufzug. Hab ich geschrieben, dass ich streame? Hab ich geschrieben, dass es seit 7 Uhr streamen oder 6? Der einzige Weg, den Aufzug zu entriegeln, ist, einen Feueralarm auszulösen. Na dann mal los. Nein. Geil. Ich, Ups. Geschafft. Norman verzieht sich. Und der Aufzug ist entriegelt. Dann mal ab nach oben. So, das haben wir ja komplett vergessen. Da möchte man doch gewiss jemand direkt erwürgen. So, Ups, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Hier. Okay, so. Ja, das sowieso. Genau. GG. Ja, das Problem ist halt, wenn man nur 5 Stunden oder 6 Stunden schläft, ne, und dann aufsteht, sofort anfängt zu streamen. Ich bin ohnehin vergesslich. Und ja, in der Früh ist das besonders schlimm, ne. Die ersten 1-2 Stunden mache ich nur die dürfsten Sachen. Penthouse-Aufzug. Endlich. Okay. Genau, okay. Dann müsst ihr mir natürlich sagen... Also, gut. Moment, dann machen wir das schnell. Und dann machen wir weiter. Und zwar... Man bekommt eh von Twitch eine Nachricht, dass man live ist. Ja, das sowieso. Aber manchmal reicht das nicht oder sonst irgendwas. Nee, man kriegt es nicht mit. Aber meistens denke ich dran zu posten und dann weiß man Bescheid. In der Infogruppe. In der Infogruppe. Achso, ja, machen wir es ein bisschen so. Ihr wispert mich schnell an, welche Gruppe ihr beitreten wolltet. In der Infogruppe, die dient wirklich nur. So, jetzt. Die Infogruppe dient wirklich nur zur Information. Das heißt, in der wird nicht geschrieben, sondern einfach nur, wenn man Bescheid bekommen möchte, wenn ich am Start bin oder wenn der Stream ausfällt, da kriegt man dann Informationen. Und oder Spielwechsel. Ne? Spielwechsel posten wir da auch. Das machen wir aber auch auf Twitter. Kann Twitter nur empfehlen, weil auf Twitter schreibe ich eigentlich am meisten. Ne? Da kann man auch auf Twitter unterwegs sein, wenn man das nicht hat. Ne? Aber WhatsApp mache ich das auch. Deswegen. Norman und Sable. War ja klar. Findet den Alarmtechniker. Feuert ihn. Dummer, nutzloser Knopf. Ups. Das war knapp. Uns hätte es gleich Rückhandschelle gegeben für die Frau. Aber mich bitte anwispern. Ne, wenn ihr den Info-Link haben wollt.
Da gibt es wirklich nur Informationen. Es wird da drin nicht geschrieben. Nur ich schreibe da. Wenn ihr dann noch quatschen wollt oder so, dafür gibt es dann die Redegruppe. Die Normans ist etwas stiller. Haben sich verzogen. Wenn er hier oben etwas versteckt, dann finde ich es. Aber das könnt ihr ja ändern. Dafür ist die Redegruppe ja da. Nee. Nice. Und natürlich gelten die Regeln, die es hier gibt, auch für WhatsApp. No. Also Infogrippe nur Info und Reden. Da gibt es dann halt quasi alles andere. Und mich anwispern, dann gebe ich euch den Link. Auftrag für ein Tastaturschloss. Offenbar ist Harrys letzter Tag der Code. Wohl der Tag, an dem Harry nach Europa geflogen ist. MJ, Sable zieht unten Leute zusammen. Ich glaube, Norman wird weggebracht. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Damit könnte ich etwas zu tun haben. Bleib lieber weg. Ich sollte fürs Erste okay sein. Grundriss der Wohnung. Jede Menge Platz hinter der Mauer mit dem Familienbild. Wer bitte lässt Platz in einer Wohnung in Manhattan ungenutzt? Infogrippe, hat er gesagt. Ja, die Infogrippe, ja, ja. Wer kennt sie nicht? Was ist das denn? Aha. Cool. Wow. Diese Maske ist unglaublich. Behalt sie direkt. Zeigt sie eine versteckte Tür in der Wand? Wo die wohl hinführt? Behalt die doch gleich. Nimm mit. Nimm mit. Nimm das Ding mit. Na gut. Ein Bauplan einer Prototyp-Gefechtsmaske. Offenbar kann sie strukturelle Schwächen zeigen. Strukturelle Schwächen. Jede Wand ist vollgestellt, außer die hier. Kein bisschen verdächtig, meine Freunde. Die fabelhaften Osborne Boys. Norman verabschiedet seinen Sohn. Wohl als Harry letztes Jahr nach Europa gegangen ist. Warum all das Drama wegen einer geheimen Tastatur hinter dem Familienbild? Norman mag wohl Agentenfilme. Selbstdiagnose abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Schutztüren geöffnet. Norman könnte jede Sekunde zurückkommen. Ich muss den Tastaturcode finden. Das haben wir doch schon. Letzter Tag. Das war letzten Sommer. Aber es war Juli. Oder August. Ah. Harrys Tagebuch. Vielleicht finde ich da das Datum. Norman hat Harrys Zimmer verriegelt. Es soll unberührt sein, wenn Harry zurückkommt. Aber wo ist der Schlüssel? Der Vater ist schon ein bisschen strange, oder? Dieser Raum riecht nach reichen Leuten. Ich frage mich, ob der ganze Wein von Normans Weingut in Burgund stammt. Der hat einen ganzen Dosenschrank. So, das hätte ich auch gerne. So einen ganzen Schrank voller Dosen, meine Freunde. Irgendwann habe ich hier habe ich so ein kleines Regal und da sind nur Dosen drin. 5 Millionen Dosen. Irgendwann habe ich so viel Geld und dann stehen da nur Dosen. Alle möglichen Getränke. Ne, wenn ich mal Bock habe auf Fanta oder so, nehme ich mir Dosenfanta raus. Cola Fanta. Oh, na, alles mögliche Fanta. Nur Fanta, nein, Spaß. Natürlich nur Cola. Das ist ganz klar. Cola Beste. Oder Wasser. Fanta. Ah, diese Dekadenz, meine Freunde, diese Dekadenz. Eieieiei. Da ist jemand. Richie! Hi, Dad. Ich gehe gerade zu Dr. Michaels für die letzte Spritze vor der großen Reise. Kommst du auch? Bringst du mir dann mein Tagebuch aus meinem Zimmer mit?
Ich wollte mir Gedanken über den großen Bon Voyage-Tag notieren. Okay, also, ja, ich hab schon oft genug gesagt, aber danke für das hier. Ich hab dich lieb. Wow, ich hab Harrys Stimme schon lang nicht mehr gehört. Er klingt so müde. Hoffentlich ist das Tagebuch noch da. Ich sehe in seinem Zimmer nach. Schönes Bügeleisen. Habe ich auch. Das ist aber dieses Billigbügeleisen, also der spart. Softboxen. Klar hat Norman einen Pool. In New York gibt es Ratten und Pizza, aber keine Sonnenliegen und Drinks mit Schirmchen. Normans Badezimmer ist größer als meine ganze Wohnung. Wie deprimierend. Alter. Komm, erst mal ein Bad nehmen. Alter. Ja, man kann Softboxen nehmen. Das wäre wohl das Beste. Aber auch das Teuerste. Ich habe LED-Leisten. Große. Dadurch habe ich gleichmäßiges Licht. Im Prinzip keine Schatten auf dem Green. Aber überraschenderweise verzeiht der Green viel, wenn man es gut einstellt. Harrys Zimmer. Abgeschlossen. Wo Norman wohl den Schlüssel hat. In seinem Schlafzimmer. Achso, wahrscheinlich hinter einem Bild versteckt oder so. Schon irgendwie süß. Norman hebt alle Wahlkampf-Buttons seiner Kampagnen auf. Hier einer für den Elternbeirat. Und er hat noch Platz gelassen. Hast du größere Ziele, Norman? Eieiei. Ist das vielleicht so wichtig? Selbst in der Spielung. Ich sehe dank der Spielung sehe ich gar nichts. Oh, hinter Bild vielleicht. Harrys Mom Emily. Wir haben ihn damit aufgezogen, dass er sie hübscheste Mom von Midtown nannte. Aber das war sie. Das war klar. Treffer. Sicher der Schlüssel zu Harrys Zimmer. Immer rein in die gute Schube, habe ich jetzt erst gelesen. Was? Das ist nicht für Harry, oder? Ich habe eine dunkle Vermutung, aber... Warum hast du uns denn nichts davon gesagt? Ach, Harry ist krank. Rechtsbücher. Harry will Umweltanwalt werden. Wie seine Mutter. Ist er krank? Hä? Ist er krank? Hä? Ich bin jetzt verwirrt. Harrys Tagebuch. Der letzte Eintrag ist vom 18. Juli. Das muss der Code für das Zimmer sein. Okay, jetzt ist es interessant. Okay, jetzt kommt der Grund für den Teufelsatem, meine Freunde. Breche heute nach Europa auf. Ha! Keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Dad sagt, es gibt kein Risiko. Aber so ist Dad. Dr. Michaels glaubt, es steht ihr 50-50. Also, okay. Vielleicht schaffe ich es nicht. Wenn das geschieht, wette ich, wirst du das hier lesen, Dad. Wem mache ich etwas vor? Wahrscheinlich liest du es sowieso schon. Norman muss immer alles wissen. Also, wenn du das hier liest, Dad, und falls absolut kein Risiko, nur ein weiteres falsches Osborne-Wahlversprechen war, dann tu mir einen Gefallen. Zeige den nächsten Teil bitte Pete und MJ. Nur ihnen. Bitte. Danke, Dad. Ich liebe dich. An Peter Parker und Mary Jane Watson. Leute, es tut mir leid. Wenn ihr das hier lest, Mann. Das ist echt hart. In einem hypothetischen Brief an euch fällt es mir schwer, ehrlich zu sein. Also gut, ich bin krank. Ist so richtig krank. Die Ärzte glauben, es ist das gleiche, was meine Mom hatte. Neurodegeneration. Rapider Verlauf. Sowas hat von Huntington oder so. Ich weiß schon, das ist eine ganze Weile, aber ich dachte, ich krieg's in den Griff.
Ich habe euch nichts gesagt, weil, naja, eben darum. Ich hatte Angst davor, wie ihr reagieren würdet. Und ich konnte den Gedanken daran nicht ertragen, dass ihr das Gleiche durchmachen würdet, wie ich bei Mom. Dem Leiden zusehen und nichts zu tun. Nichts tun zu können, meine Güte. Sie sterben zu sehen, war schlimmer als der Tod selbst. Vor kurzem wurde es richtig schlimm. All die Male, die ich total fertig vom Y feiern oder einfach nur super beschäftigt war, keine Partys, keine Arbeit, krank. Diese Europareise, naja, ein Alibi. Ich lasse mich behandeln. Experimentell, langfristig. Dad hat Ewigkeiten daran gearbeitet und er hat mir versprochen, dass es wirkt. Er hasst den Spitznamen, den die Techniker dafür geben. Dafür haben. Teufelsatem. Er findet das lässt etwas Gutes, Furcht einflößend wirken. Aber vielleicht ist es der Teufelsatem genau das, was ich brauche. Ein kleines Übel, um eine Menge Gutes zu bewirken. Hey, Subukawa, my friend. Brauchen wir einen Plan. Hier. Du bleibst hier. Das Antiserum ist fertig und ich werde die Produktion überwachen. Sie werden ohne mich komplett angreifbar sein. Ich scheine mit dir komplett angreifbar zu sein. Ich gehe allein. Ende der Diskussion. Lass Team 2 auf Standby. Ich gehe an die Luft. Na, alles wird bei dir, mein Pete, Freund. Normans Heilmittel ist bereit. Er geht zum Labor, an dem es ist. Kannst du ihm folgen? Das würde er bemerken. Jemand hat Sable heute was in den Kaffee getan. Ihre Männer sind auf super Alarmstufe rot. Gut, dann bleib bereit. Ich hab den Ort schon fast. Überprüfe Sektor. Alles ruhig. Ich bin hier hochkonzentriert. Ich bin hier hochkonzentriert. Ich muss alle Leute tasern hier in diesem Raum. Das hat mich ganz schön erschreckt. Okay. Vielen Dank für den Sub, mein Freund. Bingo. Vielen Dank, Isaac. Oh, wow. Das Labor ist ja hier. Super gruselig. Ich muss ja spinnen? Will Norman Peters Fähigkeiten rekonstruieren? Die Beschriftung dieser Käfige. Bioelektrokinese. Optische Tarnung. Was will er hier erschaffen? Spinnen, ne? Uah. Die großen Dinger sind richtig. Naja, bin gespannt. Norman Osborn, GR-27 Forschungstagebuch. Das Projekt geht den Bach runter. GR-27 ist ein Heilmittel, keine Krankheit. Aber sag das mal den Nachrichtenleuten. Sie haben diesen morbiden Spitznamen aufgeschnappt, Teufelsatem, und benutzen ihn, um Hysterie zu schüren. Sie haben noch keine Ahnung, wozu es fähig ist. Ein Heilmittel für Krebs, Erbkrankheiten, Geburtsdefekte. Mit nur etwas mehr Forschung könnten wir es perfektionieren. Stattdessen darf ich die nächsten 18 Monate die Wogen glätten. Was für eine Zeitverschwendung. Der Teufelsatem ist keine Krankheit. Es sollte ein Heilmittel sein. Das wissen wir das doch. Das ist ja unfassbar. Das wissen wir doch, du Held. Wow, Norman gewinnt den Preis für die schickste Karte. Sieht nach Upper West Side aus. Anscheinend verfolgt Norman Dr. Michaels Position. Gruselig. Aber das ergibt Sinn. Michaels ist Leiter von Projekt Teufelsatem. Moment. Wir müssen mal kurz gehen. Das, dann wirst du nämlich Bescheid. Und dann können wir nicht mehr hier uns hier umsehen. Oh, ist es das, was ich denke?
Norman ist so richtig der verrückte Wissenschaftler. Ich bin hier auf... Okay, interessant. Hi, David! Was ist das hier? Prototyp-Handgranaten? Es kann sein, dass es genau das ist, was ich denke, dass es das ist. Vielleicht auch nicht. Schwierig. Ist wohl eine Karte der Upper West Side. Standorte von Sable-Truppen sind in der ganzen Stadt stationiert. Das ist alles im Besitz von Oscorp. Krass, wie viel von New York denen gehört. So finde ich das Teufelsatemlabor. Die haben fucking... Es muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Sable-Schutz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Ja, ist ja ganz klar, ne? Ja, hab ich doch. Oscorp-Gebäude. Aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Das ist es. Aber gut. Dr. Michaels war bei diesem Oscorp-Gebäude. Aber die Sable-Leute fehlen. Wo sich diese Kategorien überschneiden, befindet sich garantiert das Labor. Ich habe jetzt zum zweiten Mal dieses scheiß Gebäude angeklickt. Friss es! Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Wo sich diese Kategorien überschneiden, befindet sich garantiert das Labor. Habe ich was verpasst, oder? Ich suche ein schwer bewachtes Nein, das ist nur eine Sable. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Bravo, bravo, bravo. Ah. Geschäftsgebäude. Wow, das sind viele Datencenter. Hier. GR27. Das ist der Codename für Teufels Atem. Das ist es. 10. Ecke Cathedral. Ist das... Wusste ich's doch. 10. Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR27, Vorfall Martin Lee. Ah, Martin ist ein Unfall? Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Jetzt entspann dich und lass die Medizin wirken. Hey, Nee. Ich dachte, das sei nur eine Beratung. Der Junge schien bereit. Ich gehe da rein. Nein, das geht nicht. Es ist zu spät. Und er hat ihn bei der Kaskade gekillt. Ja. Du Dreckiger. Was hast du getan? Oh mein Gott. Norman und Otto. So fing alles an. Sie erschufen Lee. Ich muss das haben. Was? No. Oh no! Oh Gott, Spinnen! Wird sie jetzt gebissen? Komm schon. Wer wird von der Spinne gebissen? Ratet, wer von der Spinne gebissen wird. Ich jedenfalls nicht. Es krabbelt auch hier nichts rum. Verdammt. Oh oh. Spider-Girl. Ein Eindringling. 42. Oh Gott, das sind zwei Spinnen. Oh nein! Nein, nein, nein! Oh Gott! Oh no! No, 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 no! Oh Gott! Lauf! Ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? Zwei Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit.
Run! Da garantiert hat die doch eine Spinne gebissen oder so, hat sich gerafft oder was. Deswegen ist er so fanatisch in die Genetik und deswegen ist Otto so fanatisch in der Balkon muss frei sein. In der Neuro-Ding, ne? Pete, bist du da? Bin an der Lexington. Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Grumpy Bitch kommt. Pete, bereit? Warte, warte, Moment! Zu spät! Du bist dran! Und jetzt Netze! Go! Du wurdest doch gebissen! Oder auch nicht. Du bist irre! Du bist unglaublich! Es ist der unglaubliche Comic-Spider-Man! Bitte ein random Schwein. Ich will ein Spider-Schwein. Warum nutzen die Typen nicht ihre Knarren? Sie wollten sie befragen? Denke ich. Das alles überfordert mich. Harry krank. Norman und Lee. Und Dr. Octavius. Ich weiß. Alles meine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman und das Heilmittel. Danke. Partner. Du hast doch keine Ahnung, Feindschiff. Jetzt tu mal jetzt nicht so rum hier. Ist viel komplizierter, als du denkst. So ein Beinschuss, das wäre kritisch. Oh oh. 42. Spider-Man. Spider-Man. Wo bist du nur? Oh, 42er Spider. Spider. Ich muss mir das Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Man muss doch irgendwie zu Lee und Otto durchkommen. Sie von diesem Rachenfeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Okay, Norman will sich das Antiserum holen. Ich informiere Yuri. Hoffentlich was Gutes. Ja, Oscorp hat jetzt ein Antiserum. Ein Heilmittel? Oh, Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist Ecke 10 und Cathedral. Halt! Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgeschossen ist. Oh nein. Ist das Normans Helikopter? Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei. Versprochen. Hey, Carter! Wie viele Stunden spiele ich schon? Heute 8 und gestern 10. Also 20. Ja, 18, 20 Stunden so. Plus, minus das, was wir gestern verloren haben durch, ne? Durch die scheiß Küchennation. Spider-Man provoziert sie beide im Herzen unserer Stadt und sie prügeln sich wie Kinder. Tödliche Kinder, die in ihrer Wut tot und zerstört. Die sind doch schon hinter Gitter wieder. Oft fragt man mich, warum haben solche Irren so unglaubliche Kräfte? Warum nicht jemand wie Sie, Jonah? Tja, ich habe schon überlegt, mir durch die moderne Wissenschaft Kräfte verleihen zu lassen. Natürlich nur, damit ich sie alle noch besser beschützen kann. Labert doch keinen Scheiß!
dagegen entschieden. Ja. Denn Macht verdirbt einen. Ich bin ein Mann des Volkes und ich will einer der hart arbeitenden, normalen New Yorker bleiben. Ich habe einige Nebensachen gemacht. Ich glaube mich, wir sind zu 70% fertig mit dem Spiel. Aufmachen. Ich muss die Dämonen erledigen, bevor ich Lins Labor folgen kann. Schalten wir die Schützen aus. Okay. So, wir sind wieder ein bisschen beschäftigt. Scharfschützen. Da sind Raketenwerfer, das heißt. Okay, die bin ich los. Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor Lee sich das Antiserum schnappt. Hä? Ausgezeichnete Frage. Ich kann es nicht sagen. Ab 12? Spider-Man, geh jetzt. Meine Männer regeln das. Sable? Lee hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt, Superheld. Wow, danke für deine nutzlose Warnung. Haben Sable voll erwischt. Lee ist auf dem Kriegspfad. Sable hat ihre Drohung wahrgemacht. Ich wette, diese Typen suchen keine neuen Freunde. Lass endlich unsere Agents in Ruhe, Spider-Man. Es reicht jetzt. Ihr glaubt, ich hätte eure Männer getötet? Das soll wohl ein Witz sein. Was haben die eigentlich gefressen, dass sie mich da und fertig machen wollen? Ja. Sable doch nur ein Einsehen hätte. Wir sollten im gleichen Team spielen.
Gott, ich komme hier zu gar nichts. Sobald rot wird, greifen die schon sofort an. Ich komme gar nicht zum Reagieren.